Ja, wir sind extrem enttäuscht, dass wir nicht belohnt worden sind für den Aufwand, den wir betrieben haben. 55 Minuten lang mit zweimal weniger waren. Das kann ich die erste Runde mit 20 oder 70 Minuten normal unterzahl. In doppelter Unterzahl alles reingehauen, die Jungs haben alles gegeben, hätten es verdient gehabt, hier einen Punkt mitzunehmen. Aufgrund des Aufwandes, den wir betrieben haben, denke ich, wäre der Punkt in Ordnung gewesen. Ja, das Quäntchen nicht auf unserer Seite gehabt, was die Entscheidungen angeht. Ja, es war immer wieder ein bisschen problematisch, das passiert, das ist Fußball. Ja, da brauchst du eben dann auch das Quäntchen auf deiner Seite. Heute war es nicht auf unserer Seite, erstens bei der Entscheidung, zweitens dann bei dem Gegentor, ja, was dann kurz vor Schluss noch fällt. Das tut sehr, sehr weh, ja, wird uns aber nicht umwerfen. Ja, wir haben alles rausgehauen, wir haben alles gegeben, wir haben einen starken Gegner vor große Probleme gestellt, was den Torabschluss anging, ja, zumindest was die Genauigkeit dann anging. Der Abschluss war dann immer wieder da. Trotzdem haben wir viele Situationen wegverteidigt. Damit war ich zufrieden. Und mit allen anderen Sachen, ja, was die roten Karten angeht, ist ärgerlich. Und von daher müssen wir mit der Niederlage heute leben. Für die Jungs tut es mir leid. Sie haben, wie gesagt, alles gegeben. Sie haben sich mit dem Punkt sicherlich belohnen können und auch belohnen müssen. Das wäre verdient gewesen. Also ist eben Fußball. Und heute gehen wir zu dir auf den Platz. Glückwunsch, Ante Bitsch. Wir haben in Wiesbaden und Rüdiger, die haben es natürlich, die haben gekämpft, die Löwen haben natürlich nachher dieses Catenaccio-Pressing standen sahen, am 16er, 20 Meter noch davor, haben alles gegeben, alles reinhauen. Wir haben natürlich so drei Spielphasen, 11 gegen 11 fand ich wie in Wiesbaden besser, weil sie schnell zirkuliert haben. Wir kamen immer so diesen einen Schritt zu spät, da müssen wir nochmal gucken, wann wir halt genau Balldruck setzen, obwohl auch in der Phase fand ich eigentlich, dass wir haben sehr viel defensiv gearbeitet diese Woche. Weil wir wollten nicht jede Woche irgendwie drei oder vier Tore kriegen in den letzten zwei Wochen. Das war schon ein bisschen besser. Da war sehr viel defensiv. Dann im 11 gegen 10, dann wurde man natürlich ein bisschen besser. Wen hat eine Spur nach hinten verteidigt? Ich meine, gut, 11 gegen 9, das habe ich jetzt auch nicht so oft gehabt als Trainer. Ich glaube auch noch nie, ich weiß jetzt nicht. Ja, dann war unsere Idee, dann in diesem 4-1, 4, also mit zwei ganz klaren Flügelspielern, wie früher in der C-Jugend, links außen, rechts außen, immer wieder rüberspielen, haben wir vielleicht manchmal nicht gut gemacht, sondern innen gedribbelt wie beim Tor. Ein paar Abschüsse hat man nicht gut gesetzt, Balltechnik muss man besser werden. Und nachher klar, wirklich, ja, natürlich irgendwie auch verdient, weil wir natürlich viel, viel mehr am Ball waren, das Tor gemacht. Aber hoher Respekt vom Gegner und wir sind trotzdem glücklich, auch wenn gleich kritische Fragen.